Hallo zusammen, Martin hier von Geniales Tuning. Heute möchte ich euch ein neues Set von Kada vorstellen, und zwar die C51072. Das habe ich euch die Tage schon mal kurz in einem Haul vorgestellt, als ich ein Paket von dem Online-Händler Barwin oder Berwin bekommen habe, in dem zwei Bausets drin waren und unter anderem eben das Kada-Set. Die Besonderheit an dem Kada-Set ist die, dass es wohl 8 Noppen breit ist, wobei ich jetzt noch nicht sehen kann, jetzt gerade mit diesen Blades, die an der Seite sind, ob sich dann das nicht so, wie ich schon ein paar Mal geschrieben habe oder auch vermutet habe in dem Haul-Video, dass es 10 Noppen breit ist. Denn wenn wir uns jetzt mal das Chassis anschauen, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zwar, so wie jetzt auch die neuen Speed Champions sind. Und auch hier sieht man beispielsweise, dass hier Kada nicht unbedingt gerade sauber gearbeitet hat. Also da ist irgendwas ausgelaufen oder... Da ist irgendwas schief gelaufen, aber das wird ja dann verbaut und dann stört das nicht. Aber dieses Chassis ist natürlich schon interessant, weil wir haben hier hinten den Antrieb, so wie es ausschaut. Hier passen laut der Beschreibung 3 AA-Batterien rein und in die Fernbedienung 3A2 Stück rein. Also wir werden dann mal sehen, wie das letztendlich funktioniert. Und so wie das ausschaut, erwartet uns hier jetzt in der Bauanleitung keine großartigen Überraschungen. Sie ist klammergebunden, ist knappe 50 Seiten lang. Also wir haben, mal abgesehen von den Aufklebern, also irgendwas mit 59 Bauschritten. Und ja, ich würde sagen, wir fangen da jetzt einfach mal an. Jetzt schaue ich mal, wo wir dann... Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Tüten. Gesondert eingepackt ist die Frontscheibe, sowie auch die Räder oder halt die Reifen. Ja, hier sind jetzt nur 3 drin, weil am Haul habe ich ja schon mal einen ausgepackt, um eben die Profil oder das Profil zu zeigen. Und die Fernbedienung ist auch extra eingepackt. Nun werfe ich uns mal die jetzt dann gleich mal vor und werde dann aber auch dazu übergehen, dass ich jetzt hier den Aufbau als Speedbild für euch dann aufnehmen werde. Also bis später, bis das Modell zusammen ist.
So, da bin ich wieder. Nun, wie ihr seht, der Ferrari, nein, das Kadermodell C51072488 Race Car wäre fertig. Nun, was wirklich zu bemängeln sind, sind die Aufkleber. Nicht, weil es Aufkleber sind, aber wenn ich jetzt mal näher hingehe, ihr seht, die passen nicht farblich dazu. Also ich weiß, dass Kader eigentlich auch drucken kann. Da wäre dann schon ideal. Ich habe hier weiße Fliesen, mache einen weißen Aufkleber mit einem blauen Strich drauf. Da hätte er es doch auch getan, so wie bei der Intentional D-Serie, einen durchsichtigen Aufkleber zu nehmen und nur mit der blauen, ja doch, mit der blauen Farbe einen Strich zu ziehen, und dann hätte das auch getan. Die hier unten haben wir eine rote Fliese, tun einen weißen Aufkleber drauf mit blauem Strich, also keine Ahnung. Also man könnte meinen, der Designer hat dann keine Lust mehr gehabt. Und hinten natürlich Kennzeichen, wie man es kennt, dann ist natürlich das Kennzeichen das Modell, Bezeichnung und die Besonderheit, wie gesagt, es hat also eine 2,4 Gigahertz Fernbedienung. Batterien habe ich schon rein. Jetzt schalte ich es mal an. Interessant ist natürlich auch, das gute Stück ist wirklich 10 Noppen breit. Man sieht es beispielsweise jetzt hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also unterscheidet sich von der Breite gänzlich zu den von den Speed Champions. So, jetzt wollen wir mal schauen. Hier ist auch schon, das ist die Fernbedienung dazu. Haben wir das gute Stück mal angeschalten. Oder auch nicht. Sehr schön. Kontrollieren wir da nochmal. Habe ich vielleicht die Batterien falsch rum reingesetzt? Das wäre mal wieder typisch ich. Was mal ausprobieren. In dem Fall, ja. So, schauen wir mal. Okay, das gute Stück, der geht richtig. Also, ihr seht schon, da ist richtig Power dahinter. Da würde ich doch mal sagen, da hat Kada mit dem guten Stück wirklich alles richtig gemacht. Aber ich denke mal, da werde ich mal kurz ein trockenes Plätzchen draußen suchen und es dort auch da mal versuchen. Also, Fazit: Das Ding geht ab ohne Ende. Das habt ihr jetzt gerade eben selber gesehen. Also, ich bin wirklich überrascht. Und ja, da sage ich mal beide Daumen nach oben. Bin ja mal gespannt, wenn das richtig in Handel kommt und wenn er auch in Deutschland verfügbar ist. Aber selbst bei Kada ist er im Moment noch nicht auf der Shop-Seite. Tja, da lässt sich in dem Fall abwarten.
Oder ihr müsst halt dann auch über diesen Link gehen. Ich verlinke ihn unten im Video. Da bekommt ihr das gute Stück her. Ja, das war's dann wieder mal von mir. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst doch ein Abo da, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Martin von Geniales Tuning.